Herzlich willkommen zu einem Video. Heute schauen wir uns von Creator 3 in 1, ich wollte gerade Expert sagen, die beiden kleinen 10 und 15 Euro Sets aus, an. War noch 10, 15 Euro. Weil ich gerade verwirrt, dass der Karton so groß ist. Nicht mal 10, 15 Euro. Bin ich jetzt gerade ganz dumm? Ich blende es euch auf jeden Fall ein und es steht in der Videobeschreibung. Also, wir sind das safe. Ich 10, 15 Euro meistens sind die Preise. Die kosten 20, oder? Nee, das ist 15 und 10. Genau. Ja. Ich würde euch vorstellen, es gibt ja noch ein anderes 10-Euro-Set, diesen Mesh. Aber ich fand die schön. Es gab ja auch hier mal die bewunderte Tiefsee, habe ich euch auch gezeigt. Habe ich daher nicht mehr, sonst könnten wir es dazu stellen. Sehr schönes Set und das geht so ein bisschen in die Richtung. Und beiden kombinieren, das gibt es ja noch auf dem Markt. Finde ich es klasse. Hier so ein bisschen die Eule, ein bisschen verwunschener Richtung so Fabelwesen. Gab es ja auch mal ein Set so als Erweiterung. Ist cool. Oder gibt es das sogar noch? Es gibt die Dinos noch und die Fabelwesen, glaube ich, nicht mehr. Aber es sind einfach schöne Creator-Sets, würde ich sagen. Wir gucken uns die an, eins nach dem anderen. Ich würde einfach fangen mit den kleinen an. Wir arbeiten von klein zu groß hoch. Und ja, ich werde euch alle drei zeigen. Immer dann nur kurz natürlich zeigen, sonst dauert es viel zu lange. Ja. Hier sehen wir die drei Bauten. Ich meine, hier gibt es auch keinen vierten, wie bei dem Bowen Tiefsee oder so. Ja, wir haben den Delfin. Ich weiß nicht, was das für ein Fisch ist, sondern das Seepferdchen. Ja, aber ich finde, wir machen mal auf, wenn das ein 10-Euro Creator-Set ist. Können wir mal die Punch-Steppe mit. So. Zwei Tütchen, drei Bauernleitungen, deswegen ist hier noch schön gedruckt alles. Und ja, ich kann mir natürlich jetzt überlegen, womit ich anfange, weil es sind keine Bauschrittunterteilungen. Deswegen würde ich sagen, was ist das, was mir am wenigsten gefällt von den drei? Ich glaube, das Seepferdchen. Ne, ich fange hier an und arbeite gleich nach vorne durch bis zum Hauptmodell. Ja, ich baue es kurz auf und dann sehen wir uns mit dem dritten Modell wieder. Ja, da ist der kleine Fischer schon fertig. Es waren 36 Bauschritte, total easy. 28 Seiten, gar kein Problem. Das ist kleine Fischchen hier fertig. Und teilemäßig könnt ihr euch mal gucken. Alles mögliche überblieben. Also halbes Set da. Ist ja nur das Zeit- oder Drittmodell, ne? Ist da fein. Na, gucken wir uns das nochmal an. Wir haben so einen kleinen Standfuß für den Fisch gebastelt mit ein paar Blümchen, eine Krabbe hier. Finde ich das ganz nett. Ein bisschen Sand drum halt. Ist nett gemacht. Dann haben wir das Fischchen. Ja. Ist auch ganz nett gemacht hier mit den ganzen Blautönen, Grüntönen. Das Tannen muss halt absolut nicht sein, finde ich. Aber ist halt da. Bisschen schade. Kann das Maul aufmachen. Ja. Ist hier auf dem Bolschein. Deutsch ein bisschen. Kann der den Mund auch so machen. Ne? Ja. Und die Augen. Hier sind geprintet. Schick. Ja. Ist süß, kann man nichts machen, kann man gegen sagen, die beiden hier, passt. Ja, da fand ich zum Beispiel den Fisch, der bei dem Bewohner Tiefsee dabei ist, schon deutlich besser. Aber ist okay, als zweites Modell, der Delfin hier, der muss überzeugen gleich, da wird es anscheinend. Ja, Seepferdchen hier, und ja. Aber ich bin überrascht, mir gefällt jetzt besser als auf dem Bild aus, von daher passt das. Ich baue Seepferdchen, also ich rufe das und dann das Seepferdchen auf. Da habe ich schon das kleine Seepferdchen für dich. Es waren jetzt hier 39 Seiten, 44 Bauschritte. Auch kein Problem. Teilmäßig sind ein paar wieder, paar weniger diesmal übrig geblieben. Und das haben wir gebaut. Ich gucke mir das mal ein bisschen genauer an. Fangen wir mit dem Standfuß an. Quasi Standfuß, ne? Also ein bisschen Sand, ein bisschen anders geformt. Finde ich das eine schöne Form. Ist gut gelungen. Dann hier mit der Schnecke. Oder was ist es? Schildkröte kann es ja nicht sein. Hingelegt, finde ich ganz süß. Hier unten mit dem Schleim oder was ist es? Hinten dran. Gefällt mir. Hier sind ein paar Blümchen oder so. Also ein bisschen. Oder Algen. Oder Korallen oder so abgebildet. Finde ich ganz schön. Standfuß für sie. Ist nett. Ist ganz schön gemacht mit den, wie der guckt alleine. Macht schon gut. Ja. Kommen wir doch mal zu Nilpferdchen. Das ist kein Nilpferdchen. Nein, ist auch kein Nilpferdchen. Das ist ein Seepferdchen. Ja, das ist süß gelungen. Hat natürlich so ein bisschen was vom Drachen, aber ist ja normal bei den Dingern. Und ja, das haben wir nicht mehr gemacht. Ich finde es ganz nett, wie die Augen. Ja, man sieht leider immer sehr stark die Gelenke durchscheinen. Hier geht's, aber es ist halt kein richtiges Gelenk. Hier ist auch gelb, grundlos. Aber ja, dachte ich lieber so. Ich finde es ganz nett gelungen, mit auch dem dicken Bäuchlein hier. Und geht es ein bisschen weiter runter, finde ich es nett. Ist auch lang. Passt. Form finde ich, haben sie gut getroffen. Hier mit den kleinen Flügelchen quasi. Ich finde, das passt sehr gut.
Haben sie gut gemacht. Ich finde sie aber, glaube ich, nicht besser als der Fisch. Ich finde die Kombination von Fisch und dem Standfuß, glaube ich, ganz nice. Weil hier ist, hat dieses Gelb drin, das Grau schimmert mehr durch hier, das Beige, also Sand, Sand halt, scheint dadurch hier durch das Gelb, das Grau. Hier ist ein bisschen mehr die Farben von den Funktionsteilen, die durchscheinen. Stört mich hier mehr. Das ist ein bisschen schade. Sonst ist das ein ist ja schöner Bau. Mit dem Grün eingearbeitet, mit dem Light Aqua. Ist alles schön gelungen. Aber es scheint da viel mehr durch. Ich finde, der Standfuß ist gelungen. Aber naja, wir gehen jetzt mal über zum Hauptmodell. Ja, das sind, ist das Hauptmodell fertig. Das waren jetzt am Ende. Lass mich kurz gucken. Ich habe es dazu gemacht. 61 Bauschritte, 48 Seiten. Kein Problem. Ich hieß aber nochmal die ganze Welle. Die beiden. Die, da zeige ich euch jetzt. Für die ist auch ganz nett, mit dem kann ich nichts anfangen, aber auch ganz gut, finde ich. Aber kommen wir zu dem, was ich gebaut habe. Teile waren natürlich jetzt nur die Stahlmeißel hinüber und jetzt alles reingebaut. Ich würde sagen, ich nehme mal kurz die beiden hier ab und gucken uns erstmal die Grundfläche an. Die ist ähnlich gebaut wie beim Seefeld, irgendwie ein bisschen anders. Finde ich cool, dass die immer anders gemacht ist und nicht einfach immer gleich. Cool. Hätte Designer sich auch ein bisschen Arbeit sparen können, aber ich finde es sehr gut, dass er es gemacht hat. Ja, was haben wir hier gemacht? Wir haben hier so eine Alge, würde ich sagen. Hier sind ein paar Blümchen gemacht. Hier sitzt die Krabbe wieder. Ich fand es schade, dass die beim Seefädchen gar nicht dabei war. Hätte man auch einfach aufs Gras, auf den Sand sitzen können. Haben sie weggemacht. Schade. Hier große Blümchen mit so ein paar Tentakeln da oben. Ja, finde ich schön gelungen. Ein schöner Grund. Genau, da haben wir einmal die Schildkröte, die kleine. Ich finde, die ist auch knuffig geworden mit diesem riesen Kopf. Also die so ein bisschen Disney-Flair aus Nemo oder so. Mit den Glubschaugen noch dazu. Aber ich finde, es sieht cool, gut aus, gut gelungen. Hier ist auch nicht so schlimm, finde ich, dass das Grau und Dunkelgrau hier drin ist, weil die Schildkröte ist ja auch so ein bisschen Richtung Grau. Da finde ich das nicht ganz so dramatisch. Ja, mit dem Panzer hier schön, mit ein bisschen unterbrochen, dem Schild. Ist nett. Kann man machen. Und die kann man dann halt mit der Platte, wie man will, und drauf machen. Ich packe sie meistens, habe sie jetzt so drauf gepackt. Jetzt hängt sie zu sehr in der Blume da drin. Ich finde die sehr knuffig, die Schildkröte. Klasse gelungen. Ja, Delfin. Ja, ich finde, der ist okay gelungen. Der ist ein bisschen zu dick, finde ich. Aber geht nicht kleiner natürlich, verstehe ich. Hätte er vielleicht ein bisschen länger machen müssen, dann wird das Modell zu groß. Ja, ich verstehe das Problem, aber sagen wir mal, wenn wir hier so in einer Disney-Welt rum sind bei der Schildkröte, so ein bisschen in der Art von Style, passt der schon. So ein kleiner Flipper oder so, passt. Im Hirngelenk und Hirngelenk kann man frei drehen hier. Und das ist halt einfach nur so dran geklippt. Ja, kann man hier die beiden noch dran zu bewegen. Und es passt. Ich finde klasse, wie das hier gelöst ist. Für den Maßstab finde ich gut. Hier die Schnauze, mit dem Mund, der auf und zu geht. Die Augen, der guckt ein bisschen nach hinten. Nur ein bisschen blöd finde ich, wie es hier offen ist. So, das ist sehr offen. Man hätte vielleicht irgendwie mehr mit so einem Zweier hier öffnen können, dass der Mund mehr hinten ist. Aber das finde ich ein bisschen schwach. Der ist ein bisschen schwach. Aber man sieht es auch nicht so stark, von daher ist das okay. Hier haben wir jetzt die 2x3er zum Anpacken. Also packen, nehme ich einfach die beiden inneren Tubes und haue sie hier drauf. Ne? So, und dann steht das Modell da. Sehr kompakt, aber ich muss sagen, für das Modell ist in der Lego auf jeden Fall die 10 Euro wert. Und wenn man es unbedingt will, kriegt man es auch im Angebot für 7. Ich glaube, dann kann man nicht viel drüber meckern. Ist knuffig, ist knuffig. Würde ich so sagen. Gute Beschreibung für das Set, ist knuffig. Soll es ja auch sein, und ein Kind, denke ich, kann damit Spaß haben. Aber ich weiß nicht, wie viel Spielwert in sowas drin ist, oder ob es mehr ums Bauen da geht nur. Ich weiß nicht, Spielwert dabei weiß ich nicht. Ich habe mit sowas zum Beispiel nie gespielt gehabt. Deswegen weiß ich nicht, wie da der Spielwert ist. Aber wir kommen jetzt noch hierzu. Ich würde sagen, das rupfen wir noch kurz auf. Und dann bauen wir als erstes. Das finde ich ist absolut nicht gelungen. Aber ja, kurz Karton. Hier vorne sind die drei Modelle. Natürlich das Hauptding ist die Eule. Deswegen habe ich sie auch geholt. Und dann haben wir hier noch ein Eichhörnchen, würde ich sagen. Ein Reh und ein Hase. Genau. Oben sehen wir nur noch mal die Modelle, hinten auch. Und ja, ich weiß nicht, das sind Sticker, ne? Und die Augen sind beide wieder Prints. Schade, dass sie das noch bedruckt hätten, wäre krass gewesen. Hätte ich auch ge gut gefunden, aber sind Sticker, ne? Ja, das dürfte Sticker sein. Aber wir gucken mal rein. Oh, ist jetzt doch kein Sticker. Auch ohne Bautüten, finde ich gut. Nee, hier sieht man, muss ein Sticker sein. Ja, Sticker.
Ist okay. Wir sind beim Creator. Rein ein Set bei 15 Euro. Ist, würde ich sagen, verkraftbar. Wir haben die drei Einleitungen, genau. Anleitungen. Und ich würde sagen, wir bauen das Ganze in dieser Reihenfolge. Da wir keine Baustellenunterteilung haben, haben wir auch irgendwie nicht, dass man alles aufreißen muss. Deswegen bauen wir erst die beiden hier und melde mich dann wieder nach den drei Tütchen da. Da habe ich die beiden hier auch schon gebaut. Es waren 23 Bauschritte nur. Oder was nur für. Da habe ich die beiden auch schon gebaut. Es waren nur 23 Bauschritte hier. Außer war es nur für den Hasen. Ich kann mal kurz checken. Das war nur für den Hasen. Es sind nämlich insgesamt 33 plus 53, 56 Bauschritte und 65 Seiten. Also sind wir fertig. Ja, Bau war kein Problem. Hier ist es relativ spannend gebaut, weil vier Bauschritte umgebaut, dass du einmal einen ganzen Block umbauen kannst. Ansonsten tief ein entspannter Bau. Gar kein Problem mit der Anleitung. Teile viel über. Ist ja auch nur das zweite oder dritte Modell hier, wie man es will. Ich glaube, zweite Modell hier. Hier werden noch weniger Teile verbaut. So. Ist ja normal. Ja, kommen wir zu dem, was ich gebaut habe. Das hier, denke ich, ist ein Reh-Kitz. Mit komplett übertriebenen Augen. Klar, wie ist es süß, passt ein bisschen in die Farbewelt. Gar keine Frage, aber es ist ein bisschen schon übertrieben. Die Beine finde ich passen gar nicht, vor allem sind die vorne höher als hinten, also länger als hinten. Gefällt mir nicht so ganz. Knuffig ist, wie sie hinten ein bisschen nur diesen Puschelschwanz da andeuten wollten. Mit den Dingern, das ist ganz nett. Und ansonsten, also, ne, ist jetzt nicht so besonders. Der Kopf, ja, hier die Form so ganz so schön gemacht. Die Öhrchen sind auch gut, aber grundsätzlich. Ich weiß nicht. Also, das ist kein Grund fürs Set. Der hier dagegen ist ein bisschen knuffiger geworden. Diese überdimensionalen Ohren sind süß. Leider keine gelbe Schnauze. Ich finde, die hat orange Schnauze. Die hätte nochmal ein bisschen süß ausgesehen. Aber passt hier mit den beiden Füßchen. Hier der weiße Bauch. Hier oben dran. Ich finde, das sieht ganz süß aus. Hinten sah auch nicht mehr so aus mit dem Schwänzchen da. Hinten ist er sehr nach von der Seite. Wenn du genau von vorne aufguckst, finde ich, ist er. Süß, zur Seite wird er schon schwach. Aber ist der bessere von den beiden. Man könnte hier, kann man die ja theoretisch einstellen, wie man will. Ja, I don't know. Also, der hier ist ganz nett. Ne? Könnte auch ein 5 € Pullyback sein. Ich glaube, also das Pullyback wird der kleine wirklich, glaube ich, süß. Muss den noch zwei, drei andere Modelle bauen? Klasse Pullyback, das Ding. Aber ich weiß doch nicht, was das ist. Also, nee. Bauen wir lieber das Eichhörnchen. Das sieht auf dem Bild schon ganz süß aus. Hat aber, glaube ich, auch kaum Teile. Aber schon ein paar Bauschritte. Sehen wir uns dann wieder. Ja, da habe ich die kleine, nee, nicht die kleine, das kleine Eichhörnchen gebaut. Ja, ich finde, es ist süß. Viel besser als das Reh und der Hase. Die waren sehr durchwachsen, ne? Aber das ist nicht gelungen. Hier waren es 53 Bauschritte auf 31 Seiten. Top Anleitung, kein Problem. Teilemäßig. Ja, schon was übergeblieben, ne? Ob das weniger ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich will gar nicht zusammenstehen, was ist so ein bisschen sortiert, da kennen wir vielleicht. Es ist, glaube ich, aber mehr, weil wir hier nur das eine Hühnchen, ja, Mann. Eichhörnchen haben. Ich wollte nach den hinten das Wort nehmen, aber naja. Ja, man sieht ja auch hier, es ist das dritte Modell quasi. Aber ich finde, es ist das zweitbeste Modell. Also bisher das Beste. Ich weiß natürlich noch nicht, ob die Euler mit der wirklich überzeugt. Ja. Kommen wir zu, was ich gebaut habe. Wir haben hier so eine kleine Nuss gebaut. Ich finde es auch süß geworden. Kann man es gegen sagen. Ist jetzt ein bisschen bunt natürlich für so eine Eichel. Haselnuss. Genau. Kommen wir zum Eichhörnchen. Ich finde das süß geworden. Mit den Schweißhüten komplett über dem sind da groß. Das passt. Der ist hier auf zwei Balljoints. Da kann man den auch schön bewegen. Und das finde ich auch schön detailliert. Hier so ein bisschen Fell angedeutet worden. Gefällt mir. Hier kleine Füßchen wieder, wie schon beim Hasen, finde ich, die sind süß, die passen sehr schön dazu. Das ist auch stabil nach vorne. Ohne Kopf neigt er immer so ein bisschen nach hinten zu klappen. Aber, also mit dem Schwanz halt dran und Kopf neigt nach hinten zu klappen. Jetzt nicht mit dem Kopf, hat ein schönes Gegengewicht. Ist natürlich auch ein sehr starkes Gewicht hier hinten. Und ja, hier dann so ein kleines Ärmchen, also Händchen, finde ich sehr süß.
Sondern der Kopf, finde der, da sind die Augen immer noch sehr groß, aber ich finde, sie passen viel besser in den Kopf als bei dem Reh noch. Und hier vorne die kleinen Zähnchen angedeutet, diese dicken Backen so ein bisschen gemacht. Hier wieder mit der coolen Technik die Ohren gemacht. Also ist natürlich jetzt nichts Besonderes, aber ich hatte wäre jetzt auf die Idee nicht direkt gekommen. Mit diesen Dingern, die so ein bisschen zur Seite zu stellen, finde ich sehr schön. Ja, und hier wieder den Bauch angedeutet, hier diese typische Form hier für die Beine angedeutet. Gefällt mir sehr schön hier. Hier gehen die Arme rein. Ja, ich finde, das ist ein sehr krasses Modell. Hier ist sehr viel Feingefühl reingeflossen. Und auf dem Bild da, warte, hier, auf dem Bild da hat er ja die Nussionat. Das will ich auch mal ausprobieren nochmal. Weil die kriegt er echt nicht so gut gegriffen. Er kriegt sie so gehalten. Nicht so perfekt wie auf dem Bild. Ah, doch, mit sehr viel Glück und Pressung hält die so gerade in der Vorhand. Aber es hält halt nicht sehr, sehr gut da drin. Aber es geht theoretisch, dass er sie da vorne hält. Wenn er sich so ein bisschen nach hinten lehnt. Das finde ich sehr süß. Wenn man sich so hinstellt, finde ich klasse. Und so die Idee hat, dass man ihn so in der Nuss rumlaufen lassen kann, finde ich klasse. Ich finde das sehr, sehr süß bisher. Aber jetzt kommen wir zum Hauptding. Gucken, wie das wird, ob mich das noch immer mehr überzeugen kann. Bis sofort. Da ist die kleine Eule mit dem Igel und dem Buch fertig. War kein Problem. Es waren jetzt hier 55 Schritte oder war das nur die Eule? Ich passe gut auf, während ich baue. Ne, es war nur die Eule. Dazu kommen nochmal 6 Schritte Buch und 10 Schritte Igel. Na. Der längste Bau aus den 3 Sets. Ich habe die beiden Sticker angebracht. Denn ist das das Hauptmodell. Und wenn nicht so, ich lasse es so. Von daher. Das ist so. Teilemäßig ist natürlich jetzt kaum was übergeblieben, außer halt Standard-Übrigteile. Irre. Hier haben wir die 3 Sachen nicht gebaut. Und ich finde, die sehen gut aus. Ja. Ich finde, die sind sehr gelungen. Die Eule ist natürlich das größte von den 3. Fangen wir mal dem Buch an. Das ist jetzt natürlich nichts Besonderes. Einmal aufgeschlagen. Sticker sind natürlich klein, deswegen passt nicht ganz drauf. Mit einer Burg, Drache, Kampf könnte so eine Fantasy-Geschichte sein. Passt sehr schön. Auch hier die Blätter ist erstmal verwendet. Ich finde, die ist gut. Das Buch, das kann man so machen. Dann haben wir den Igel. Ich finde, der ist richtig süß geworden, dieser langen Nase, dann diesen ganzen quasi Haaren, die, also Stacheln, die da hingehen. Finde ich, der ist richtig gut geworden. Hier mit den Fell drauf quasi, unten am Bauch. Hinten natürlich leider offen, aber ansonsten finde ich, hallo Fokus bitte hier vorne. Ein sehr gut gelungener Igel. Der gefällt mir. Dann noch die Eule. Die ist natürlich das Hauptding von den 3. Kamera hält das. Danke. Die kann auch ein bisschen was. Wir können einmal den Kopf drehen. Der ist irgendwie auf. Der ist auf ja, dem Teil. Das kannte ich jetzt so noch nicht. Dem hier drauf. Und dann einfach in dieser Platte hier drin. Die kenne ich, die kennt man ja. Er ist jetzt hier nur so ein Lila, ob die es da schon mal gab. Keine Ahnung. Und dann haben wir das hier. Ich kenne nur diese größeren Turntables, aber anscheinend haben sie es jetzt im Kleinen gemacht und finde das praktisch. Das Teil kann man sehr gut nutzen. Hier natürlich nicht Platz für diese 4x4 Fliese. Da passt das sehr schön mit dem Kleinen. Dann sitzt sie einfach hier drauf und kann drehen. Die Augen finde ich sind hier auch nicht mehr überdimensional. Mit dem kleinen Schnabel vorne. Hier wieder vorne. Hat lange in der Position gehalten. Ich war hier vorne bei. Hier vorne wieder ein bisschen so Fell. So weiches Fell angedeutet. Finde ich sehr schön. Hier hinten haben wir. Den, das ist der Schwanz bei einer Eule, ich weiß nicht, was angedeutet. Finde ich, sieht gut aus. Hier sehen wir den Kopf auch von hinten. Hinten auch so ein bisschen was angedeutet. Hier schimmert leider ein bisschen Tan durch. Haben sich versucht, in dem Modell sehr zu verdecken. Alles, was bunt ist, na gut, hier innen sieht man auch ein bisschen. Und die Gelenke natürlich. Dann haben wir die Arme. Ja, die kann man halt einmal komplett drehen, wie man will. Kann die Eule fliegen, wie sie will. Hier die Federn sind quasi auch nochmal beweglich. So und ein bisschen so. Na. So und so. Ja, kann man machen. Und hier kann man dann nochmal was dran klippen an beiden Seiten. Leider ist das schwarz. Warum sie das jetzt nicht noch lila gemacht haben, weiß ich nicht. Ja, mit der Lupe, die funktioniert ja auch. Kann man es irgendwie erkennen? Ja, ich glaube, man kann es erkennen. Ja, da, die funktioniert die Lupe. Machen wir es mal so. Ja, man sieht es. Die funktioniert die Lupe. Ja, die kann man beide bewegen. Finde ich schön. Und hier unten haben wir eine Füße, die man drehen kann und hochklappen kann. Finde ich passt. Das ist eine sehr schön gelungene Eule. Und mit den Couch was machen, die Flügel. Ja. Kann man machen. Ich finde, das ist mit Abstand das Beste der 3 Modelle, die es gibt in dem Set. Mit Abstand. Ja, aber ich habe euch gerade eben noch das Ding hier gezeigt.
So, wir da gerade nochmal rein ins Bild und gucken uns mal beide nochmal zusammen an. Kurzer Überblick und dann sind wir durch. 15 Euro, 10 Euro. Erkennt man jetzt nicht so wirklich einen Unterschied, finde ich. Hier sind deutlich mehr Teile drin, aber volumentechnisch, und das ist auch kompakt gerade gemacht. Ich kann auch die beiden hier noch einzeln hinstellen. Dann haben wir hier nochmal mehr. Ist nicht schlecht bei den 10 Euro Set. Wenn man das für einen Achter schießt, das kann man auch, kriegt man auch schon für 10 Euro, gar kein Problem. Aber ja, ich finde, es sind beide sehr gut gelungene Sets. Hier kann man nochmal weiter mit dem Boden der Tiefsee. Es gibt, glaube ich, nur diesen Unterwasser-Mesh oder so. Hier gibt es Erweiterungspotenzial. Ohne Problem zu. Oder dann, ich glaube, die City-Sets gibt es ja nicht mit Unterwasser. Ne? Ja, aber hier, ich finde, das ist sehr süß. Ich überlege auch, ob ich es stehen lasse. Das hier denke ich nicht. Ist dann doch ein bisschen zu kitschig. Aber süß. Sehr süß. Für ein Kind top. Ja, mal gucken, was ich mit anstelle. Teile, kann ich weiß nicht, ob die verwerten kann. Muss mal gucken. Das ist süß. Das ist nicht zu bunt, weil das ist mir auch zu bunt, das ist mir gesättigt. Richtig gesättigt ist es auch nicht, aber ja, ich finde, das Ding ist Hammer. Für 10er, wenn man das schießt, top. Das für 7, 8 Euro schießen ist auch top. Ja. Mir gefallen sie. Könnt ihr mir total schreiben, ob ihr sie gebaut habt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Video wieder. Bis dahin, Baba Schütz, bleibt gesund.